Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Community Games. Heute in einem TVP auf Vani Research Station. Und wir haben oben in Rot gespawnt als Terraner G-War Z. Oder Z, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Unten in Blau haben wir jedenfalls als Protoss gespawnt General Luvi. Und dieses Match findet in der Goldliga statt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, so ist es. Goldliga, mal schauen, was uns da erwartet. Ich sage das immer, egal was für eine Liga es gibt, aber ist auch egal. Wir sehen Gateway und jetzt gleich das Gas dazu, so wie es von Luvi gewöhnt sind, das Standard-Opening. Er spielt ja tatsächlich immer eigentlich das gleiche Opening, wobei da natürlich auch nichts gegen zu sagen ist, denn es ist einfach ein sehr, sehr starkes Opening. Ich finde es immer interessant, wie diese WBS schweben, ne? Das, ja, natürlich in dieses Jetpack, aber trotzdem sehr, sehr interessant. Dieses WBF scheint sich hier zu verstecken. Hä, warum hat er denn da ein Piling gebaut und das Ding gecancelt? Hat er hier das Hots-Opening gemacht, was ich auch immer mache? Vermutlich. Er möchte wahrscheinlich gleich hier direkt an der Natural expandieren. Das wird aber G-War Z jetzt hier wahrscheinlich mit seinem WBF verhindern. Ich könnte mir vorstellen, dass wir gleich einen Engineering Bay Block hier sehen. Mal schauen, ob es soweit kommt. Erstmal kommt hier allerdings die Barracks, nachdem wir aber hier die das Command Center First gesehen haben, also eigentlich hier Depot, Command Center, Barracks und dann das Gas, jetzt das Depot dazu. Luvi möchte jetzt hier expandieren, hat die erforderlichen Ressourcen hier auf seinem Konto. Wird allerdings hier noch geblockt eben von G-War Z. Wie hat er sich gerade dazu entschlossen? Er hat hier den Nexus an der dritten geplant. Das ist natürlich eine gute Ausweichtaktik, allerdings natürlich wesentlich riskanter, denn diese Base kann von mehreren Seiten angegriffen werden. Hier einmal durch diese komischen Schlingpflanzen, was auch immer das ist, jetzt dann hier oben durch und hier durch. Also das ist ein sehr, sehr breites Feld, was hier attackiert werden will, werden kann. Und Protoss will ja eigentlich immer möglichst enge Stellen haben, die er eben mit Force Fields zumachen kann. Und möchte eben nicht von Karten angegriffen werden. Gegen den Zerg wäre das Ganze noch ein bisschen schlimmer, allerdings gegen den Terraner auch nicht so das Optimale. Trotzdem, wenn er da natürlich mit durchkommt, ist das eine sehr, sehr gute Sache für ihn, indem er hier diese Ressourcen eher abmeint als eben die relativ sicheren Ressourcen hier hinten. Wobei man nicht vergessen darf, dass wir hier einen Terraner haben und ein Terraner, der spielt sehr gerne mit Drops. Und diese Drops, die haben halt hier auch eine riesige Angriffsfläche. Vor allen Dingen halt, wenn die Hauptarmee von Luvi sich dann hier so befindet, dann kann hier eben sehr gut reingedroppt werden. Wir sehen jetzt hier, naja, ein Proxy-Style ist es nicht, es ist ja schon noch in der Base von Luvi, aber an einer sehr, sehr interessanten Position, weil er eben hier diese Echse nicht nutzt, wollte die wahrscheinlich möglichst dann doch in Richtung der Base von G-War Z haben, der aktuell noch keine Defense hat gegen ein mögliches Oracle, was vermutlich kommen wird. Allerdings bleibt ihm da auch noch genug Zeit, was gegen zu unternehmen. Wir haben noch keinen Reaktor hier an der Barracks und auch kein Tech Lab, also generell kein Add-on. Mal schauen, ob sich das bald ändern wird. Factory gleich fertig. Bin gespannt, ob wir einen Cyclone sehen. Cyclone wäre natürlich gar nicht so schlecht gegen einen Oracle, wobei auch das nicht mehr ganz so stimmt, denn die Cyclones ja deutlich genervt in ihrer Attack gegen Air-Einheiten, dafür deutlich gebufft in der Ground-Einheit DPS. Jetzt allerdings eine Widowmine. Widowmine, auch die natürlich sehr, sehr stark gegen Oracles. Wenn sie dann trifft, dann one-shottet sie das Oracle. Und ja, wenn er die jetzt gleich einfach hier in seine Eco-Lines positioniert, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass es one-shottet. Denn wenn man nicht so das Micro eines Showtimes hat, dann kommt man da auch nicht mehr raus in der Regel. Da muss man schon sehr, sehr vorsichtig sein. Und sehr, sehr viel APM dafür aufwenden. Luvi vergisst gerade leider Worker zu bauen, das gefällt mir nicht so. Hat hier seine Natural mit 7 Workern aktuell bemeint. Jetzt das Oracle gleich fertig. 2 Adepten gemobbt. Jetzt hat er gemerkt, dass er wieder Probes braucht. Also da natürlich ein bisschen noch mehr möglich. Ich glaube, es gibt tatsächlich, wenn man das WCS-Addon hat, auch inzwischen die Möglichkeit, auf ungenutzte Zeit an Production-Gebäuden zu schauen. Das kann ich aber leider hier nicht tun. Ist übrigens eine sehr schöne Landschaft hier mit diesem Fluss, muss ich sagen. Ich achte sonst nie auf diese Details, weil man natürlich immer selber im Spiel ja, genug zu tun hat. Oracle steht jetzt hier, wie gesagt, rum. Hier haben wir keine Defense, hier steht auch nicht eine Widowmine rum. Das heißt, wir werden jetzt hier einige Kills sehen. 2 Worker schon gefallen, oder einer war es insgesamt, weil am Anfang natürlich auch noch angegriffen wurde. Die Mules zu fokussen, das macht man eigentlich nur, wenn man gesehen hat, dass die gerade erst vom Himmel gefallen sind, denn man weiß uns natürlich nicht, wie lange sie noch da sind und dann ist es sinnvoller, die
Worker direkt zu fokussen, die normalen WBS. Ansonsten, wenn man gesehen hat, dass gerade der Mule erst vom Himmel gekommen ist, dann lohnt es sich dagegen schon extrem, diesen Mule zu fokussen. Aber sonst ist das mehr so ein Glücksspiel. Und Glücksspiel will man normalerweise in StarCraft 2 vermeiden. Also wir haben insgesamt 7 Kills. Ist jetzt eine ganz gute Anzahl, vor allem dadurch, dass das Oracle immer noch lebt und immer noch viele, viele Hitpoints hat. Also kann demnächst durchaus nochmal reinfliegen. Zumindest hier das ganze Taggen muss natürlich aufpassen, dass es hier nicht in die Widowmine fliegt. Was wir allerdings auch sehen, ist der Drop von G4Z, der allerdings ohne Widowmine stattfindet. Ich denke, normalerweise hätte er die Widowmine mitnehmen wollen. Das ist allerdings jetzt nicht der Fall, weil er eben die zur Defense nutzen möchte. Weiteres Oracle im Bau und die dritte Basis, die natürlich hier eigentlich erst an dem Natural Nexus ist. Und ich bin gespannt, ob hier G4Z das realisiert, dass das schon die dritte Basis ist. Denn er wird sehen, dass es eine sehr, sehr späte Basis ist an der Natural und oder an der eigentlichen Natural. Hier Luffy schon mit dem aktivierten Pulsarbeam. Dadurch, dass hier nicht ausgeladen wird, ist es natürlich ein bisschen verschwendet. Wollte natürlich aber hier auf jeden Fall verhindern, dass die Marines hier zu viel Schaden schon machen und die direkt jeweils rausnehmen. Und das hätte er auch geschafft. Er hat es tatsächlich sogar gegen 5 Marines kann man auch so noch fighten. Wobei wir natürlich das Minivac haben, was gegenheilt. Dementsprechend wäre das hier in diesem Fall wahrscheinlich nicht möglich. Und wenn man dann noch so ein Bian Micro hat und immer die angeschlagenen Marines einlädt, dann ist das natürlich noch was anderes. Aber wie gesagt, ich denke, weder der eine Spieler ist ein Bian, noch der andere Spieler ein Showtime, sodass wir solche Micro-Tricks leider nicht sehen. Das Oracle steht übrigens immer noch hier hinten rum. Hier ist übrigens ein riesen Space, würde ich mal sagen. Das war mir nie so bewusst, dass man so weit nach hinten fliegen kann auf diesem Map. Generell bin ich ja nicht so ein Riesenfan von dieser Map, was natürlich völlig subjektiv an meinen negativen Protoss-Erfahrungen auf dieser Map liegt, denn es ist wirklich sehr, sehr schwer, hier Main und dritte Gegendrops vom Terraner zu verteidigen. Ja, der Drop allerdings jetzt auf dem Rückweg, das heißt, dafür muss ich jetzt hier Luffy noch keine Gedanken drüber machen, wobei er das natürlich nicht so wirklich weiß. Ein Voidray jetzt dazu, interessante Entscheidung. Voidray gegen einen Terraner eher ungewöhnlich. Kann man natürlich gut machen, um einen Liberator Harass rauszunehmen, aber ansonsten eher ungewöhnlich. 3 Cannons jetzt. Das finde ich an dieser Stelle eine ganz gute Entscheidung, denn hier, wie gesagt, die große Gefahr eines Drop-Angriffs. Angriff ist natürlich auch ein sehr schönes Wort. Und dieser Gefahr scheint ja auch gerade bestätigt zu werden, denn Double Medivac boosten jetzt hier rein, werden gleich ausladen. Aber das können sie gar nicht, denn hier steht eine große Armee, hier stehen Cannons, da sollte er nicht ausladen. Könnte Alex hier in die Mainbase reingehen und dann hier vielleicht 1-2 Pylons snipen und dann ist die gesamte Armee hier quasi oder die ganzen Gebäude unpowered. Jetzt würde ich auf jeden Fall auf die eigentliche dritte, die aktuelle zweite gescannt. Damit weiß hier G4Z Bescheid, dass das schon die dritte ist und dass er da gleich durchaus Probleme bekommen könnte. Jetzt wird hier ausgeladen, es geht hier in den Angriff, währenddessen ist Oracle hier durch die Base geflogen und gestorben. Ein bisschen Schaden hier gemacht, allerdings nicht das, was hier G4Z haben wollte. Ein Worker ist nur gefallen, dafür hat er ziemlich viele Einheiten verloren. Wenn wir hier auf den Units Lost Tab schauen, sehen wir hier 11 Marines, einen Rewarder und einen Medivac durch diesen Angriff gestorben. Währenddessen nur ein Adept und ein Oracle, was wir natürlich hier gerade durch die Base haben fliegen sehen, gestorben. Das ist nicht das Ideale für den Terraner. Was allerdings auch nicht so ideal ist, ist hier der Ressourcenstand für Luffy. Das ist ein großes Problem, was er leider immer noch nicht ganz in den Griff bekommen hat. Weitere Stargates kommen jetzt hier dazu, zu dem ersten. Das heißt, er möchte jetzt hier scheinbar wirklich auf Carrier gehen, denn wir sehen auch den Fleet biegen. Zweites Stargate allerdings hier abgebrochen. Ich glaube, das wollte er so nicht. Jetzt hat er es gemerkt und baut es neu. Weitere Cannons zum Absichern. Hier würden mir auch ein paar Cannons ganz gut gefallen, denn hier steht aktuell noch nicht so viel. Ein Liberator jetzt hier in Position oder will sich in Position gleich bringen. Dagegen wäre natürlich der Voidray genau die richtige Wahl mit dem Prismatic Alignment kann man da sehr, sehr gut gegen vorgehen. Allerdings haben wir auch sehr, sehr gute Pilots in Position. Da hat sich Luffy schon darauf vorbereitet, dass er eben nicht hier durch den Liberator Harass zu viel Schaden. Jetzt muss er es nur noch realisieren. Hat er den Mothership Border? Ja, darf jetzt seine Armee natürlich hier nicht einfach mit einem Arm-Move reinklicken, wie er es gerade gemacht hat. Aber er entscheidet sich dafür, hier mit dem Voidray den Schaden zu machen. Hätte natürlich hier mit dem ganzen anderen Kram möglichst nicht reinrennen sollen. Hat so unnötigerweise nochmal 2 Sentries sogar verloren. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Das wäre natürlich ohne das deutlich besser gewesen. Hätte einfach nur den Voidray reinschicken müssen und hätte das trotzdem gewinnen können, locker. Weil die Rheinland-Heiden haben sowieso keinen Schaden gemacht gegen den Liberator. Wir sehen die dritte Base von G4Z an der, eigentlich vierten Position. Sehr, sehr ungewöhnlich, aber wir haben ja im letzten Game, was ich gecastet habe, schon deutlich ungewöhnlichere Sachen an dieser Base gesehen. In jedem Fall kommt hier eine Banshee dazu von G4Z. Ob das so gewollt war, weiß ich allerdings nicht. Eine Banshee zu diesem Zeitpunkt eher ungewöhnlich. Luffy weiß natürlich nichts von dieser Base.
Ich denke, wenn ich später mal Ladder wieder spiele, sollte ich immer mal diese Base abscouten. Die scheint doch sehr beliebt zu sein, um da eine Basis zu setzen. Hier oben soll jetzt die Proforma-Dritte kommen. Die wird allerdings hier gerade gecancelt. Und dadurch, dass hier zwei BBS rübergefahren sind, denke ich, hat hier Luvi Lunte gerochen. Und sieht's aus, er geht hier genau gerade auf diese Base zu. Also das war hier doch sehr, sehr verräterisch, dass dieses eine WBF hier Richtung Minerals unterwegs war. Genau das hat ihn hier jetzt den Vorteil gebracht, dass er eben von dieser Base geahnt hat. Hat sehr, sehr gut aufgepasst von Nuvi. Das sieht man nicht so häufig tatsächlich in so einem Community-Game, dass dort so Kleinigkeiten tatsächlich auffallen. Allerdings darf man nicht verpassen, wenn man hier eben nach solchen Kleinigkeiten Ausschau hält, dann darf man eben nicht das große Ganze aus dem Augen verlieren und 2200 Minereien, das ist doch so ziemlich das große Ganze aus dem Augen verlieren. Was mir nicht so gefällt, ist jetzt dieser Push von Luvi. Ich weiß nicht, warum er den jetzt gerade hier anfängt. Er wird hier seine gesamte Armee verlieren. Das ist nicht so stark, was er gerade macht. Hier stehen Tanks in Position. Wir haben genug Marines, die hier die eher clearen können. Und er hätte einfach warten sollen, bis eben die Carrier dazu kommen. Jetzt natürlich diese ganze Armee hier im Untergang geweiht. Also diesen Angriffsversuch, den habe ich nicht so wirklich verstanden von Luvi. Er wusste nicht so wirklich viel, was hier oben drin war. Auch das übrigens was, was man leider häufiger bei Luvi sieht. Er scoutet relativ wenig mit seinen Einheiten, hat natürlich hier irgendwann mal mit seinem Oracle das gesehen, was hier so stand, aber hätte trotzdem hier einen Observer möglicherweise in Position haben können. Er hat ja auch Sentries gehabt, hat er noch welche? Ne, er hat keine mehr, aber so ein halluzinierter Phoenix eben hier hoch hätte auch gezeigt, dass das nicht so eine gute Idee ist, da anzugreifen. Und ja, das war einfach nicht das Sinnvolle, da anzugreifen. Vor allen Dingen nicht, wenn man eben im Hintergrund auf die teuren Einheiten der Carrier geht, da kann man eben auch nochmal 2 Minuten warten. Und dann mit den ersten 5 Carriern angreifen, dann ist das Ganze schon wesentlich schwieriger, wobei man nach 5 Minuten keine 5 Carrier hat. Aber egal. Jetzt geht es auf jeden Fall hier dem Drop entgegen, der hier noch sehr, sehr stark angreift. Wir sehen hier, ein Interceptor kostet in dieser Version noch 5 Mineralien. Inzwischen wurde das Ganze wieder etwas genervt auf 10 Mineralien. Aber Luvi hier noch aktuell mit dem großen, großen Vorteil, dass er eben hier sehr, sehr einfach diese Interceptoren bauen kann. Und wir sehen 2 Medivacs hier gestorben. Das waren die beiden vollen Medivacs. Und das hat sich definitiv gelohnt. Und inzwischen jetzt im Supply 69 zu 47. Da ist Luvi extrem gut dabei. Was er allerdings, wie gesagt, sehr, sehr schlecht macht. Das muss man in dieser Deutlichkeit nochmal hier andeuten. 3000 Mineralien, 1000 Gas. Das sind durchaus nochmal 5 weitere Carrier, die er damit bauen kann. Naja, stimmt nicht so ganz. Aber wenn er jetzt eben noch ein paar Stargates gehabt hätte, dann könnte er auf jeden Fall 5 Carrier gleichzeitig bauen. Das sollte er mit seinem Income, was wir hier sehen, doch deutlich hinbekommen. Eine 4. Base würde ich mir auch wünschen bei Luvi, auch wenn er natürlich die Ressourcen eigentlich hier erstmal ausgeben müsste, wäre es doch ganz gut, hier die 4. Base zu nehmen. Das kommt jetzt auch sehr gut gemacht von ihm. Also der generelle Spielplan von Luvi ist doch sehr, sehr durchdacht inzwischen. Was man aber auch sagen muss, ist, dass er definitiv an seinem Ressourcenmanagement noch arbeiten muss, wenn er wirklich hier aus der Goldliga rauskommen möchte. Das hat G4Z tatsächlich besser im Griff, das muss man so sagen, auch wenn er natürlich hier durch das fehlende Expandieren ein bisschen verzogenere Income-Stats hat. Also man muss sagen, er hat jetzt zwar das gleiche Income ungefähr wie Luvi, aber er hat halt auch eine lange Zeit mit einem 2-Base-Income. Und da ist natürlich einfacher, sein Geld auszugeben als bei einem 3-Base-Income, muss man auch so klar sagen. 60 Worker zu 44, da gäbe es dann definitiv noch Verbesserungspotenzial für G4Z, denn auf diese 66 Probes oder WBS möchte man eigentlich schon kommen. Luvi hier auch noch aktuell mit 3 weiteren Workern konstant im Bau. Hier oben übrigens die Main inzwischen leer. Hat hier einige Worker, die noch eben an die 4. Base rübergeschickt werden können zum Long Distance Mine. Ich hoffe, das macht er jetzt. Hier die eigentliche 3. Base, die von ihm als Natural genommene Base, ist auch schon fast leer. So viel haben wir nicht mehr. Müsste fast schon dann die nächste Basis gleich nehmen. Die 5. Also da darf man nicht verpassen, hier den Zeitpunkt zum Expandieren zu finden. Ja, 3 Stargates, wie gesagt. 5 hätten mir besser gefallen, auch um nachher vernünftig reinforcen zu können. Denn wir wissen, so ein Carrier braucht 86 Sekunden. Das ist unglaublich viel. Also die muss man eigentlich auch immer Chrono boosten. Denn ansonsten dauert das wirklich extrem lange. Und ja, wenn er gleich Einheiten verliert, würde es mir doch sehr gefallen, wenn er eben weitere Carrier nachbauen könnte. Wie viele Gateways haben wir, um nochmal auf dieses Nachbauen eingehen zu können? Insgesamt 8 Stück, 3 noch nicht ausgeklappt, das soll er natürlich machen. 11 Gateways sind in Ordnung, damit kann man gut reinforcen, wenn man eben denkt, man kann jetzt hier zum finalen Schlag ansetzen, indem man nur noch Adepten warpt. Ansonsten natürlich die Carrier die eher bessere Wahl. Was mir gut gefällt, ist hier der Scout auf eben die Goldbase. Er weiß hier, dass eben das ist, was den Terran nochmal zurücklassen kommen kann. Eben gegen diese Carrier denkt sich Luvi vermutlich, hat der Terraner nicht so viel. Und das stimmt auch. Wir haben jetzt ziemlich viele Adepten zu den Carriern. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut, denn das deutet darauf hin, dass er eben... Oh, 16 Kills.
eben alles Interzeptoren, der gefallen sind. Früher wäre das extrem, extrem wertvoll gewesen, denn da kosten Interzeptoren 25 Mineralien. Hier in dieser Version gerade nur 5, da ist es jetzt nicht ganz so wild. Trotzdem muss hier Luffy die erstmal nachbauen, was er allerdings locker hier bewerkstelligt. Um das Ganze nochmal eben aufzuklären, wir sehen übrigens hier sehr, sehr gute Reaktionen von G4Z auf. Eben die Carrier hat hier Mars Vikings gebaut, geht auf Air Upgrades, hat hier ziemlich viele Turrets positioniert, also das ist schon ganz gut gemacht. Was ich nochmal hier sagen wollte, die Unit Composition. Carrier hat natürlich gegen Terrana immer mit dem Problem, dass wenn gestimmte Marines unter den Carriern stehen, dass die auch relativ schnell abräumen können. Aber dem wirkt hier Luffy eben entgegen, indem er extrem viele Adepten zusätzlich hat. Das ist genau das Richtige. Marauder werden wir in der Armee des Terraners nur noch die sehen, die noch schon lebten. Neugebaute wahrscheinlich nicht mehr. Und das ist eben was, weil er eben diese Marines braucht, um gegen die Carrier vorzugehen. Und dagegen eben hier die Adepten extrem stark und die sollten die locker rausnehmen können. Vor allem hier mit dem Adepten-Upgrade. Wir schauen mal eben gerade wieder auf die Upgrades. Zweier Attack für Luffy, einer Defense. Währenddessen auch zweier Attack und einer Defense für G4Z. Der allerdings gleich auch das zweier Defense-Upgrade hat und noch das plus 1er Air-Attack-Upgrade. Diese Air-Attack-Upgrades, die vermisse ich so ein bisschen bei Luffy. Die hätten mir hier sehr, sehr gut gefallen, wenn ihr zugekommen wären. Jetzt kommt das plus 1er tatsächlich dazu. Hätte allerdings hier schon definitiv auf plus 1, plus 2 Attack sogar schon haben können auf den Air-Einheiten, was die Carrier doch nochmal deutlich stärker macht. Plus 3er Attack jetzt hier gekrono-boostet, plus 2er Defense kommt auch dazu. Apropos Chrono-Boost, wo sind denn die ganzen Chrono-Boost drauf? Wir haben hier noch einen auf dem Fleet liegen, der natürlich da nicht so der allersinnvollste ist. Hier übrigens die neueste Basis von Luffy, die noch nicht bemeint wird. Hier übrigens auch noch ein Chrono-Boost drauf. Sollte auch gleich das Gas hier nehmen. Wir sehen allerdings trotzdem, schafft es hier Luffy sein Geld nicht auszugeben. Wir wissen, er ist gerade gemaxt. Trotzdem hätte er schon viel früher gemaxt sein können. Und was man natürlich an dieser Position dann auch machen muss, nachdem man hier gemaxt ist, ist eben dafür vorzusorgen, dass man sehr, sehr schnell remaxen kann, indem man weitere Stargates und auch Gateways addet. Sehr schön jetzt hier die Absicherung durch die Turrets, aber es reicht einfach nicht. Es ist viel zu wenig, was hier G4Z hat. Die Carrier machen extrem viel Schaden, bauen konstant weitere Deceptoren nach, sind natürlich auch sehr, sehr stark, das muss man sagen. Ja, wahrscheinlich hat die eine G4Z zu spät darauf reagiert, dass Carrier auf der Map war. Er hat halt zu spät das Ganze gescoutet, nur durch seinen Job, indem er eigentlich alle Einheiten verloren hat. Und das war natürlich dann nicht so das Ideale. Er hätte einen Zeitpunkt gehabt, nachdem er hier diese Armee quasi ausgeräumt hätte, indem er eben gegen hätte pushen können. Da hätte er allerdings wirklich viel Schaden machen müssen, um eben das Carrier-Follow-up zu unterbinden. Carrier an sich dann sehr, sehr stark. Und weil Luffy einfach überlebt hat so lange, konnte er hier doch noch deutlich davon profitieren, dass er eben gleich Carrier hatte. Jetzt leider der F2-Move von Luffy. Alle Einheiten zurückgeschickt gegen zwei Minivacs ist natürlich nicht das Sinnvollste. Könnte hier einfach mit dem Oracle gleich auch räumen, denn wir haben hier nichts, was in die Luft schießen kann. Photon Overcharge würde natürlich auch noch was bringen. Muss da nicht mit allem zurückgehen. Kann mit den Carriern deutlich hier die Mainbase und die Natural nochmal abgreifen. Das ist ein Fehler, den man natürlich nicht machen sollte. Aber passiert ist jetzt nicht das, was ihm das Spiel kosten wird. Im Gegenteil, dieses Spiel sieht so gut wie gewonnen aus für Luffy. Wir sehen hier, der Drop wird nach und nach durch Photon Overcharge und die Oracles hier oder das Oracle geklärt. Haben wir Blink? Nein, leider nicht, aber ist auch gar nicht nötig, denn damit geht G4Z aus dem Spiel raus. Die Carrier haben geregelt. Trotzdem sehr, sehr gutes Spiel von Luffy. Was man allerdings definitiv kritisch anmerken muss, ist bei ihm das Ausgeben von Ressourcen, was leider noch nicht so klappt, wie er es bräuchte, um eben aufzusteigen. Das ist das, was ihn tatsächlich daran hindert. Der Gameplan von ihm dagegen ist sehr, sehr stark, muss man sagen. Auch das Decision-Making, dass er eben hier diese dritte Base genommen hat, anstatt seiner Natural, als sie geblockt wurde. Und auch das aggressive Basen nehmen. Also er hat sehr, sehr schnell immer expandiert. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Nur eben die Ressourcen, die muss er noch in den Griff bekommen. Dann steht einer glorreichen Protoss-Zukunft auch nichts mehr im Wege. Ja, das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf nächste Folge klicken. Unten rechts für ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.